4 Tore für Deutschland im dritten Vorrundenspiel. Das heißt auch 4-mal feiern und jubeln. Frauenfußball in diesem Sommer eine Erfolgsgeschichte. In Deutschland sind mehr als 1 Million Mädchen und Frauen Mitgliederinnen in Fußballvereinen, Tendenz steigend. Außerdem haben sich in den vergangenen Jahren immer mehr reine Frauenmannschaften gegründet. Mittlerweile gibt es mehr als 8000. Frauenfußball ist also populär und das zeigt sich auch bei der diesjährigen WM. Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft finden großes Interesse. Die Einschaltquoten im Fernsehen sind gigantisch und viele der Stadien ausverkauft. Auch in diesem Sommer beliebt das Public Viewing. Ich bin heute einer von rund 1000 Gästen des Vereins 1. FFC Turbine Potsdam, der aktuellen Nummer 1 der Frauenfußball-Bundesliga. Den Fans wird heute der Kader für die nächste Saison präsentiert. Junge Spielerinnen, die ein großes Erbe antreten. Denn der 1. FFC Turbine Potsdam zählt zu den erfolgreichsten Vereinen im europäischen Frauenfußball. 5-mal war die Mannschaft deutscher Meister. 2-mal hat sie den Europapokal gewonnen. Heute schauen die Spielerinnen zusammen mit ihren Fans das Spiel Deutschland gegen Frankreich. Die Atmosphäre zum Beispiel im Auftaktspiel oder im ersten Spiel von der WM von Deutschland hier in Berlin, es war großartig. Also ich glaube, das als Spielerin dann noch genießen zu können, das ist noch mal weitaus schöner als Zuschauer. Auf alle Fälle machen die Zuschauer ganz schön was aus. Nervosität vor so vielen Zuschauern hat, glaube ich, noch nie jemand gespielt. Na, natürlich wünsche ich mir, dass sie Weltmeister werden, weil wie gesagt, ich kenne da viele und ich weiß, wie viel Schweiß und wie viel Arbeit und dahinter steckt und das gönne ich den Mädels. Die Atmosphäre ist einfach unglaublich und wenn man dann auch noch auf dem Feld stehen könnte oder so wie Spielerinnen von uns da auch stehen, dann muss das schon Spaß machen. Spielbeginn. Die deutsche Mannschaft hat Mühe mit den Gegnerinnen, schafft aber in der 25. Minute das erste Tor. Kurz darauf erhöht Deutschland auf 2-0. Erleichterung bei den Fans und den Spielerinnen. Man fiebert innerlich mit und denkt sich, oh Mann, da lang spielen und da lang und so. Und also ich denke schon, dass man, wenn man sowas sieht, auf alle Fälle Gänsehaut auch bekommt. Also wir freuen uns ja auch mit denen mit und für uns ist ja auch alle mal ein Ziel, vielleicht mal bei sowas dabei zu sein. Ich glaube, wenn wir so weiterspielen, werden wir das Ding auf jeden Fall nach Hause fahren und ansonsten hoffe ich auf 1-2 Tore noch. Die zweite Halbzeit. Die deutschen Spielerinnen tun sich schwer und kassieren ein Gegentor. 10 Minuten später. Foulspiel, Elfmeter für Deutschland. Tor 3-1. Deutschland dominiert jetzt eigentlich das Spiel, macht aber einen Fehler und die Französinnen erzielen einen Gegentreffer. Es wird noch einmal spannend, aber kurz vor dem Abpfiff fällt das erlösende 4. Tor. Deutschland gewinnt und wird Gruppensieger. Das Spiel war grandios, besser als die ersten beiden. Wenn sie so spielen, wie sie heute gespielt haben, denke ich mal, geht's weit. Sollte Finale kein Problem sein. Weltmeister auf jeden Fall. Insgesamt für den Fußball war es natürlich ein Traumspiel mit 6 Toren. Endlich mal ein schönes Fußballspiel der Deutschen. Die Fans feiern noch ein bisschen weiter und sie haben einen Grund dazu. Denn dass Deutschland im Viertelfinale ist, das wussten wir auch vorher. Aber mit diesem Sieg hat sich Deutschland wieder eine Favoritenrolle für diesen Weltmeistertitel erspielt.